Hi Leute da draußen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Und zwar geht's heute mit euch nach Berlin. Was wollen wir in Berlin? Ganz einfach. Ich trete da auf. 15-20 Minuten am Stück und dann nochmal später. Aber es ist mir wert. Ich wurde geladen zur 4. bundesweiten Mahnwache in Berlin und sehe da viele alte Bekannte wieder. Und ja, Sachen sind soweit am Packen. Und dann sage ich mal, let's go! Let's go! Boom. Bis gleich. Schön. Kommst du auch mal auf die Willkommen in Berlin. Jo, wir sind hier. Ich bin jetzt hier gerade in Berlin am Hauptbahnhof angekommen. Und ich muss ja die Treppe, die Rolltreppe ausgefallen ist. Mein Fahrrad einmal schön mit dem ganzen Gepäck die Treppe hochtragen. Da es keine kleine Treppe war, merkt man die 10-15 Kilo. Ja, 15 Kilo haut hin vom Gesamtgewicht her mit Gepäck und allem drum und dran. Oh. Naja, ich habe jetzt noch ca. 2 Stunden Zeit. Sprich, ich düse nochmal zu meinem Arbeitgeber rein, in die Filiale hier. Die liegt nämlich ein bisschen hinterm Alex. Und dann werde ich mal schauen, ob ich für das gute Stück da einen Schlauch bekomme. Weil wir bei uns in der Filiale haben keinen. Und dann sehen wir uns später am Alexanderplatz wieder.
für euch bis gleich, für mich bis nachher. Ciao. Siehst du, weil der Namenlose-Fuss geh nach oben für die Rechte dieser Hausbewohner. Nein, wir bashen nicht. Dieser Track ist zukunftsweise Conti-Camp für alle Menschen, die noch Mut beweisen. Und damit hi Leute und herzlich willkommen. Ist mal so richtig in Berlin. Zu meinen Kollegen in Berlin bin ich nicht gefahren. Auf dem Weg war ein Radshop, die den Schlauch hatten. Sprich da gekauft. 57. Ausgeh ein bisschen teurer als bei uns, aber naja. Hauptsache ich habe einen, falls doch irgendwann mal was passiert. Und ich sitze hier schon am Fernsehturm in Berlin am Neptunbrunnen. Naja, der ist eigentlich ein bisschen weiter da hinten. Wir haben jetzt 10.55 Uhr. Sprich, eine gute Stunde habe ich noch, bis es offiziell losgeht. Aber ich denke mal, dass so in einer halben Stunde die ganzen Leute ankommen und anfangen aufzubauen. Und dann bin ich gespannt, was da dann abgeht. Ich glaube, das Friedensmobil, das steht schon da hinten. Ach, die ganzen Leute von der Mahnwache sind schon da. Dann gehen wir mal hin. Jacke schnappen. Jacke schnappen, Sachen reintun. Weil heute Morgen war es scheiße. Heute Morgen war es tatsächlich scheiße kalt. Jetzt ist es wärmer geworden. Zu warm, um genau zu sein. Zack. Also, ich komme nicht. Wenn ich das Fötterchen mache, ist vielleicht mega bei 1, aber wenn ich das Wasser kriege, ist es noch ein. Und ab geht's. Und tut mir leid, dass ich so ein bisschen wackelig ist, denn ich muss mein Fahrrad ja irgendwie noch schieben. Egal. Geht das so? Ich glaube ja. Auf jeden Fall weiß ich, dass die Speicherkarte irgendwann im Laufe des Tages austauschen muss und den Akku erneuern muss. So viel steht schon mal fest. Und ja, es ist schon ein bisschen was los. Friedensmannwache, ich komme. DJ Kalter am Start. Die ersten Leute sind da, die ersten Leute bauen auf. Das Friedensmobil steht auch schon. Vom Konvoi. Ah, da krieg ich Geld. Gut, super. Kuckuck! Moin, Boina. Hallo, ich bin Kaito. Hi. Kannst du es kurz mal nehmen? Dann kann ich die Sachen kurz abstellen. Nein, gar nicht. Ich fahre vom Hauptbahnhof hierher. War ein bisschen. So, nachdem ich Wolter Hallo gesagt habe und den anderen, schaue ich jetzt noch mal kurz. Der Friedenskonvoi, der Peace Tank. Der ist jetzt auch schon da. War klar, dass die Kollegen ankommen. Krieg ist so. Duschbar. Atombomben raus. Friedensaktivist.
Spruch. Und da haben wir dann auch noch einen Friedenspanzer. Und da sehe ich auch schon, wen Alten bekannt ist. Hi! Schön, dich mal wiederzusehen. Ja, freue mich auch. So muss das sein? Ja, genau, mach mal Fotos. Dankeschön. Ja, für YouTube. Ich hab bloß ein Gold in die Box bekommen. Sonst haben wir noch eins. Ganz allein, ihr erinnert euch. Doch in den Geistern wirkt ein Wandel. Und immer mehr da draußen stimmen mit und ein. Und die anderen beginnen zu handeln. Ganz stark in diesem Kreis sind. Verschwörungstheoretiker, der Verschwörungstheorie, das ist ein Kaufprodukt. Die rechte Ecke-Truppe mit diesem Bericht. Sie haben Angst vor Krieg und sagen, die Medien in Deutschland. Als Querdenker stehen Sie da. Neue Töne von der neuen Friedensbewegung. Die freie Meinung ist, merkst du erst, wenn du deine geändert hast. Nicht mehr das nach Bild ist, was der Staat eigene Sender sagt. Was du meinen und denken, was du live über den Sender machst. Auf welcher Seite du stehst und welchen Feind du als nächstes hast. Alles schwarz-weiß. Sie wollen den Verstand verpesten, zwischen den normalen Menschen Hass und Kämpfe anzuzetteln. Was Massenchecken beginnt sich abzuwenden, von transatlantisch von letzten Propagandagazetten. Sie hetzen, sind sie am Angst vor Menschen, die anders denken und das versprechen, was sie denken. Um Anfang andere anzustecken, versucht sie abzudrängen, abzugrenzen, an die Wand zu stellen. Doch jetzt beginnt sich das Blatt zu wenden, sag bye bye, Massenpresse. Wie auf Friedensformen schießen und mit Euphorie und Euphemie die Ziele formulieren für die Ziele der Elite. So füllt ihr die Druckerpatronen mit dem Blut von unzähligen, unschuldig Toten. Sie schießen ideale Kugeln, feuern mit Kampfbegriffen, Männer zeigen, der man Leute verzweifelt, die anders denken. Ideale Kugeln, um Feuer mit anzustiften, denn die Ketzer von damals, das sind heute die Aktivisten. Ideale Kugeln, der Blut beschließt zu treffen, ich werd lieber schweigen mögen, wer muss sich widersetzen. Ideale Kugeln, versucht mich zu treffen, meine Friedensglaube bleibt heute Schuss. Des Journalisten im Dienste der Propaganda. Dann sind ja alle diese Zeitungen nur sowas wie die Lokalausgaben der NATO-Presse. Diese vermehrt einseitige Berichterstattung. Das ist der Wahrheit. Die Medien schießen auf die Friedensbewegung, verhält sich nach dem Motto, stell dir vor, es ist Krieg und kein Antwort. Und heute sagt mir, wo die Friedensbewegung ist und wo ist sie geblieben. Diese Prostituierten fragen sich ernsthaft, wo hier denn eine Bewegung ist, die sich mal ein setzt für den Frieden. Ich helfe euch, denn es scheint am Kurs Zeitgedächtnis zu liegen. Checkt die Archive, ihr wart die, die diese Kräfte beschießen. Von der FAZ bis zum ZDF, von der Welt bis zum Spiegel, fördern den Texten die Kriege mit mieser Hetze auf Titelseite. Atlantikbrücke, Marschall, es wird verschiedene Klaus, klebrige Nähe. Verehrer, da gibt es zu viel zu tun und genug, was nicht gut ist, du tust sie gerade. Es werden die Super und Feber,
der kalte Krieg ist auch Produkt eurer Fehler. Ihr versucht das mit jeder Zeile die Meinung zu leiten und gleich den Weißen zu zeigen. Verstehen ist scheiße, ihr seid in deinen Nuklear-Gegner. Sie schießen geniale Kriege, feuern mit Kampfbegriffen. Wenn der Zeit in der man Leute verteufelt, die anders ticken. Geniale Kriege und feuern mit Abzustiften. Das ganze Programm, das sind heute die Aktivisten. Geniale Kriege, versucht, steht zu setzen. Mich hört niemand schweigen, irgendwer muss sich widersetzen. Meine Friedensdorf, Deutsch, Schuss, 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 Schuss. Und alte Deutsche, Antideutsche lesen weiß und denken weiß mit Landesfahren gegen Nationen, was doch befremdlich scheint. Araber mit Palitur, sind Terroristen, ich lerne aus unserer Geschichte. Kein Fuß bei den Rassisten, denn Verbrecher sind Verbrecher, ganz egal wer es ist. Es geht um Tanken und nicht darum, welche Flagge man ist. Bei eurem medialen Doppelstandard mach ich nicht mit. Ich sag die Wahrheit, ganz egal, ob ich das darf oder nicht. Sie schießen mir in die Hand. Bei sozialen Medien, wir können sie für gute Sachen nutzen, wie solche Botschaften rauszuschicken. Und ich schwöre euch, nächstes Mal, wenn ihr da sitzt und ein Katzenvideo liken wollt, für jedes Katzenvideo ein Video von mir, für jedes Katzenvideo ein Video von ihm, für jedes Bild von irgendeinem Typen, der schon wieder ein Baby bekommen hat, ein Video von KenFM. Das kann doch nicht sein, dass das alles ist. Also, eigentlich sollen wir ein bisschen Musik machen, das heißt, jetzt kommt der Wollner von der Bandbreite. Ein großen Applaus! Und dann mache ich mit Palästina weiter. Denn es ist ja schon wirklich bezeichnend, dass im Jahre 2011 ich ein Lied geschrieben habe, dass die Bombardierung des Gazastreifens, besser gesagt die Auswirkung, die hinterher von einem Hilfskonvoi, der von amerikanischer Seite, von den amerikanischen Grünen, Cynthia McKinney und der Opposition im britischen Parlament organisiert worden ist, damals den Gazastreifen dann doch betreten durfte, nachdem die Ägypter erst gesagt haben, ihr bringt überhaupt keine Sachen über Rafah in den Gazastreifen, um zu helfen, hat es dann doch geklappt. Und da weiß ich von Christoph Hörsten, der persönlich da gewesen ist, wie es im Gazastreifen damals 2011 ausgesehen hat. Heute bombardiert die Israeli Defense Force, die israelische Armee, harmlose Demonstranten, 50 bis 100 Tote mittlerweile. Und es interessiert uns einen Scheißdreck, die Bild titelt Eskalation durch Hamas im Gazastreifen. Wie kann denn die Hamas eskalieren, wenn es keinen israelischen Toten gibt, aber 50 oder 100 Demonstranten vor der Mauer, die man einfach erschossen hat? Das ist ein verdammtes Massaker. Das hat nichts mit Eskalation zu tun. Das ist ein Abschlachten. Und das müssen wir auch so benennen. Und das kommt unserer Verantwortung als Deutsche, die Verantwortung dafür tragen, was im Dritten Reich passiert ist. Wir tragen... ...so an, dass er gepennt werde, ihn getrunken, erkennt keinen Krieg, erkennt keinen Leid, er weiß nichts über Leid, Bescheid. Verpasst aber nach Geld und Messkleidung, wert gegen Sterne, der hat nichts übrig für eine Spende. Er gibt zu viel Leid, verschuldet sich, erkennt er Leid, bettet um jeden Cent, doch bekommt nichts dort unter der Brücke, wo er sich ein Jahr kennt. Er verliert sich in einer Psychose, laut mit Einbildung namens Schaden, Kim und Chosen. Eines Tages fehlt nicht mehr aus, stellt sich auf diese besagte Brücke. Möchte für den Tod singen. Auf der Flucht vor Liebe, auf der Flucht vor Gefühl, auf der Flucht vor Krieg, auf der Flucht vor Glück, auf der Flucht vor Müll, auf der Flucht vor Glück, auf der Flucht vor Leid, auf der Flucht vor Tod. Mit einer Stadt in Köln, als verliebt, aber will es nicht zugeben, denn es ist ein Mann, den er liebt. Denn wenn er schnell flüssig, diese Einschränkung sei nicht richtig, sagt er, schlug zu. Flüchtigung, Demut, Sport, alle hieß er zu, er flüchtete sich in sein Zimmer. Kam raus, schritt hier mit in der Hände aus, das kam viel schlimmer. Ausschluss aus der Gemeinde, von Schulen, Festen und Vereinen, so ging es jahrelang, doch hat in ihm immer noch dran gehangen. Mit Absicht gestand er ihm seine Liebe. Nachts auch folgen sie ihren Trieben. Den UKS-Themen, seine Eltern beim Trainer. Sie verstehen halt nicht, was es heißt, zu lieben.
think we have to tell you this. The people are ready, it's time for a shift. Free up your mind, ignorance is bliss. Fight for your rights, it's time to resist. It's a sick world. We're living in a sick world. Okay, die Menschen, bitte begebt euch auf den Platz. Wir werden den Wagen gleich umpacken. Hier vorne seht ihr es, da steht unsere Bühne. Da hinten steht unsere Bühne, ihr seht es. Und wir werden jetzt langsam unser Bühnenprogramm umschiften. Also bitte alle auf den Platz. In der wir die Regeln der Politik selbst bestimmen. Und ich sage mal, wir haben eine Position, in der wir nicht Bittsteller sein müssen, sondern in der wir das, was wir wollen, selbstbestimmt herstellen, mit einer Verfassung, die wir uns selber geben. Das ist unser Weg, den wir vorschlagen. Ich werde es nicht so weit ausführen, sondern das ist ein Problem. Danke, Heinz. Also ich finde es ganz gut. Ich meine, wir haben unwahrscheinlich viele Petitionen jetzt in Deutschland. Dasselbe das Bild. Jetzt zeige ich jemanden, der das da vorne aufnimmt. Neue Parteien. Irgendwer sicher. Unendlich viele Petitionen. Und die gehen immer davon aus, dass Petitionen wieder bei irgendwelchen Parteien oder irgendwelchen eingereicht werden müssen. Du hast mal darüber gesprochen, über eine Türöffnerfunktion. Kannst du noch darüber ein paar Worte, dass es sozusagen diese Verfassungskonferenz sozusagen ein Türöffner für alle anderen, für ganz viele andere Organisationen sein könnte? Dann macht er ja mal diese. So direkt angesprochen ist es richtig. Wir verstehen uns als Türöffner aus folgendem Grund. Die Politik hat sich inzwischen verfangen. Sie ist mehr oder weniger in die Situation einer Abhängigkeit vom Finanzkapital gekommen. Sie ist nicht mehr frei in dem, was sie macht. Und diejenigen, die das Lied des Finanzkapitalismus singen und spielen in der Politik, werden fürstlich belohnt. Der letzte Fall, den hat Gabriel gerade geliefert, der nunmehr Verwaltungsratsvorsitzender einer neuen Siemens-Alstom-Gesellschaft ist. Wir müssen also die Machtverhältnisse in dieser Gesellschaft grundsätzlich klären, weil unsere Bitten und Petitionen uns aus der Untertanenrolle nicht herausnehmen. Und die Frage ist, wie öffnen wir die Tür? Wird später. Mit welcher Position, die wir haben, können wir die Tür öffnen, ohne Bittsteller der Politik zu sein? Und ich sage, es ist ein unverbrüchliches Menschenrecht. Das Menschenrecht auf Souveränität und Selbstbestimmung. Wir haben das Recht, die Regeln der Politik zu bestimmen. Wir brauchen bloß ein Verfassungsreferendum, auf dem wir schreiben, wie ein Regelwerk, eine Verfassung in unserer Hand aussieht. Wir müssen bloß den Mut haben, aus unserer Untertanenrolle rauszusteigen, in eine handelnde Rolle reinzukommen. Wer das mit uns will, den bitte ich auch um die Unterstützung. Das ist unser Weg. Ja, danke. Norbert, übernehmen wir kurz. Jetzt nehmen wir mal den Max, jetzt bringen wir den mal mit ins Spiel. Wie gesagt, das ist ja der Zwilling, die Gemeinwohlökonomie. Also wenn wir uns politisch schon orientieren. So, hi Leute da draußen. Ich weiß, es ist ein bisschen laut, aber ich hoffe, ihr verzeiht. Ich war gerade im Interview bei Eingeschenkt TV. Ich hab meinen Stand aufgebaut, wie ihr einmal schön seht. Es sind auch schon einige CDs
weggegangen. Lightning Quarter sind noch ein paar Exemplare voran. Ansonsten die Bandbreite daneben Killers. Sein Stand, sein kleiner. Ja. Und unterm Brandenburger Tor. Jo. Voll PK habe ich auch getroffen. Web auch. Also, und die Tänze. Ich bin dann nachher auch noch auf der Bühne bei Ramstorf, mit Ramp zusammen. Wahrscheinlich auch Waller PK, da hier ist. Ja, da einmal großartig zusammen. Ich freue mich schon drauf. Wir sehen uns dann im Netz oder hier danach. Bis gleich. Ciao. So, hey Leute, der nächste Morgen. Ich stehe hier am Bahnhof, warte auf den Zug, der in einigen Minuten einfährt, 15:59, 49. Und ja, gestern war recht gut. Ihr habt, denke ich mal, die Eindrücke gesehen. War anstrengend. Ich bin recht viel losgeworden tatsächlich. Alle Lightning Quarter Alben sind weg. Das habe ich auch fast alles weg, nur Owens wollte nicht so laufen, wie es sollte. Last Step ging auch ganz gut. Wenn es um die Sachen geht. Ja, mit Ramp hatte ich ein bisschen doch verplant. War nicht so, wie man wollte, aber ja. Heute Morgen gesehen, das jüdische Forum hat sich aufgeregt und uns als Antisemiten, Verschwörungstheoretiker und Reichsbürger nach dargestellt. Die hatten irgendwen da, beziehungsweise DocSec oder wie dieser dieses Dings heißt. Laut denen waren wir rund 200 Personen, die losgezogen sind. Tatsächlich. Insgesamt würde ich sagen, dass wir mit den Leuten, die kommen gegangen sind, 400-500 Leute insgesamt waren, zwar nicht dauerhaft, sondern ja, generell, die gekommen sind über den gesamten Tag. Und ja, eigentlich alles friedlich abgelaufen, schön, ganz gut. Bei ein, zwei Leuten war ich so doch vorbelastet, sag ich mal, wenn es darum geht, was die jetzt sagen, was die für einen Ruf haben, nenne ich es gerade mal. Einerseits der Thomas Stein und andererseits Jenny, die ich schon vorher aus Hannover kannte. Die Friedhelm. Naja, da war ich mir tatsächlich so ein bisschen im Unrein anfangs, beziehungsweise als ich mich ein bisschen über die Leute informiert habe. Aber von der persönlichen Einstellung her sind die alle sehr nett, auch wenn man, wenn ich persönlich generell, ich spreche hier allein für mich, einige Sachen, die angesprochen wurden auf der bundesweiten Mahnwache, nicht so wirklich sagen kann, okay, das ist gut, das war gut, das kann ich unterstützen. Andere Sachen wiederum sehr gerne, da hat man dieselbe Meinung, ICE. Ja. Und was war noch? Sprich, man hat halt nicht dieselbe Meinung. Man hat unterschiedliche Meinungen zu unterschiedlichen Themen. Teilweise hat man dieselbe. Bei manchen Themen. Selbes gilt für den Boiner, der stark kritisiert wurde mit den Vergleichen. Ich persönlich sage, okay, ist nicht meine Meinung tatsächlich. Aber
wenn es darum geht, was er gesagt hat, er spricht für sich, nicht für mich. Er hat dann eine andere Meinung, wenn es über Yücel geht. Er sagte, dass es da, dass er Deutschland nicht so liebt und so weiter und so fort. Ich kenne seine Quelle. Er hat gesagt, er hat es irgendwo gelesen. Ich kenne die genaue Quelle tatsächlich nicht. Da kann ich das so nicht beurteilen und sage, für mich, okay, ist nicht so wirklich die Sache, beziehungsweise die Meinung, die ich vertrete, genauso mit der Karikatur aus der SZ. Erstmal, als ich es gehört habe, ist mir komplett an mir vorbeigegangen. Ich habe gesagt, oh Gott, das geht doch nicht, dass man jemanden wegen einer Karikatur einfach feuert. Aber ist insoweit, finde ich, tatsächlich ein Stück großartig gerechtfertigt, weil ich habe heute Morgen die Karikatur gesehen. Ich finde die einfach tatsächlich geschmacklos, unlustig und gibt ein falsches Bild einfach da. Es soll gegebenenfalls tatsächlich anders rüberkommen, als es rübergekommen ist. Da weiß ich die Meinung von dem Cartoonisten nicht, aber ja, es ist nun mal, wenn das anders meint, total falsch rübergekommen. Und da finde ich das doch gerechtfertigt, dass er seinen Job da los ist. Das hätte man irgendwie anders cartoonisieren sollen, wenn es irgendwas anderes aussagen sollte, als das, was es jetzt aussagt. Aber die Sache finde ich doch, muss ich zugeben, antisemitisch. Jo. Nice. Ansonsten heißt es für mich jetzt Abschied nehmen von Berlin. Es war ein geiler Tag gestern. Ich habe mir auch ein bisschen Sonnenbrand geholt. Ein bisschen was im Magen habe ich auch dank dem Service der Deutschen Bahn in erster Klasse in der DB Lounge. Und ja, dann heißt es für mich jetzt tschüss Berlin, hallo Hannover noch nicht, denn ich überrasche heute meinen Freund in Braunschweig, wollte ich schon sagen, in Wolfsburg. Daher, man sieht sich, wenn ich in Hannover zurück bin oder gegebenenfalls nochmal in Wolfsburg. Will ich mich nochmal dann. Ciao und schönen Tag euch noch, wenn man sich nicht mehr sieht. Boah.